Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, und zwar Eurofishing von Digital Games. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung von diesem Spiel und auch keine Ahnung direkt vom Fischen, und ich werde jetzt mal blind in dieses Spiel hier einsteigen und werde mit euch gemeinsam hier jetzt ein neues Projekt starten. Also, dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal hier mit der Akademie werden wir jetzt mal loslegen. Und zwar hier mit den Grundlagen. Und zwar klicken wir hier mal, um zu spielen. So, und dann sehen wir hier mal einen wunderschönen Ladebildschirm. Sieht auf jeden Fall jetzt schon mal ganz schön toll aus. Willkommen in der Dovetail Games Euro Fishing Academy. Es ist ein schöner Tag hier am Ufer des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über dem See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Euro Fishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Auf jeden Fall, der See sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus hier. Ist alles auch liebevoll gestaltet, so wie es aussieht. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier... Ich spiele natürlich das Ganze hier auf dem PC, nicht auf der PlayStation. Und ich hab mir aber gedacht, ich spiele jetzt das mal hier mit dem Controller. Ich probiere jetzt das mal hier mit dem Controller aus. Ob das besser ist wie mit der Tastatur. Da werden wir noch sehen, ob wir vielleicht dann auch auf die Tastatur mal umsteigen. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal überspringen. So, und dann habe ich hier... Warum vertrittst du dir nicht etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? Okay. Ja, okay, dann kann man hier... Ist ja fast wie in GTA. Okay. Hier habe ich mir auf jeden Fall mal einen schönen Charakter gemacht. Eine schöne Dame, weil das ist wahrscheinlich jetzt beim Fischen jetzt nicht so üblich, dass Frauen fischen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich hier mal eine Dame. Und dann... Gut, so. Du hast den Dreh raus. Das wäre sonst ein langer Tag geworden. Ja. Perspektive wechseln. Drücke. Okay. Wahrscheinlich kurz. Rund um den See herum befinden sich Angelpfähle, bei denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Zeichen wie diesem hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Okay. Wenn du einen Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenke aber bitte, dass wir deine Ausrüstung entfernen werden, wenn du dich zu weit entfernst und deinen Angelpfahl unbeaufsichtigt lässt. Dann kann sich dort jemand anderes niederlassen. Okay, also dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal hier unseren schönen Angelpfahl. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt hier im Spiel Angelpfahl heißt. Ich hätte es eher Angelplatz genannt oder so. Aber okay. Drücken Sie A. Drücke, um einen Angelpfahl zu benutzen. Gut, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden. Wenn du deine Angelroute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Okay. Aha, da kann man hier im Menü kann man quasi auswählen. Dann werden wir jetzt, gut, wir haben ja jetzt bloß den, dann wählen wir den mal aus und wir haben ja den Köder hier. So. Ausrüsten. Mit A. Halt. Falsch. So. Hier, ja, jetzt haben wir's. Schließe dein Inventar, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Okay. Ja. Gut, passt. Du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird.
Lauf zum Angelpfahl. Sobald du beim Wasser bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten und zum Auswerfen in Position zu gehen. Okay. Also sind wir hier. Halte. Bei gehaltener Schnur musst du nun die Rute nach hinten bewegen, bis das Blei hinter dir ist. Mhm. Vergiss nicht, die Schnur festzuhalten, sonst fällt der Köder herunter. Okay. Jetzt, wo das Blei hinter dir ist und deine Arme gestreckt sind, kannst du die Rute nach vorne drücken. Dies ist die Bewegung, die du meistern musst, wenn du den Köder weiter auswerfen möchtest. Versuch es mit einem Übungswurf, um dich damit vertraut zu machen. Okay, so kann man drehen, ja, okay. Und dann nach vorne, jawohl. Gut, da du nun etwas üben konntest, können wir uns an einem richtigen Wurf versuchen. Bewege die Rute erneut nach hinten, bis das Blei hinter dir ist. Dieses Mal lässt du die Schnur beim Vorschnellen der Rute los. Das Timing muss stimmen, um einen guten Wurf hinzubekommen. Probiere es aus und versuche weiter als 15 Meter auszuwerfen. Wenn dir das nicht beim ersten Versuch gelingt, dann hol die Schnur ein und versuche es nochmal. 15 Meter wird gemacht, okay, nach hinten und... Ups, geht nicht. Nochmal. Okay, man muss also LT muss man loslassen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedrückt gehabt. So, und jetzt? Sind Yard. Okay, da müssen wir wahrscheinlich auch noch umstellen im Menü. Hallo? Hallo? Jetzt ist das Spiel kaputt. Hallo? Wie holt man jetzt wieder rein? Jetzt nochmal. Okay. Also nochmal halten. Und... ja, man sollte halt loslassen, ne? Okay. Dann das Ganze nochmal. Okay, jetzt müssen wir hier mal schauen in den Einstellungen. Ja, hier Einheiten. So, jetzt müsste das Ganze in Meter sein, oder? Also nochmal. Und, ja. Okay, jetzt ist das Ganze hier in Meter, das passt jetzt. Aber irgendwie klappt es nicht. Und sie macht jetzt auch nichts mehr. Okay. Irgendwie will das Spiel nicht so, wie ich will. Hallo? Schwierig. Hallo? Wieso macht die jetzt nichts mehr? Okay, jetzt geht's wieder Bildschirm. Jetzt geht's nochmal von vorne. Also jetzt nochmal. LT nach hinten und ausholen und vor und loslassen. Ja, das klappt halt nicht. Und jetzt macht er hier wieder ewig rum. Das Problem ist jetzt, man kann die Route nicht einziehen. Weil das jetzt vom Spiel nicht so vorgegeben ist. Und jetzt muss man da warten wahrscheinlich, bis hier irgendwie eine Zeit abläuft oder keine Ahnung. Was muss man dann hier drücken? Achso, wenn man oben... Jetzt nochmal. Also, jetzt nochmal. So, nach hinten. Und dann vor und loslassen. Ah, jetzt geht's. Okay. Ja, sind wir halt bei 34 Meter. Du kannst den Grund durch die Vibrationen der Rute einschätzen, wenn der Köder darauf trifft. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Aha, okay. Ah, jetzt haben wir jeder Bodentyp hat Einfluss auf die... Aha, okay. Und jetzt? Leider beißen die Fische im Moment nicht an. Lass uns also die Schnur einholen und für heute Schluss machen. Okay. Und jetzt? Ah, jetzt kann man hier wieder einziehen, okay? Mit LT. Ja, das ist auf jeden Fall... Okay. Super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, wie ein Angelpfahl beansprucht, wie über den Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird.
Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. So, danke schön. Kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Okay, viel haben wir ja nicht gemacht. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ja, ich freue mich auch. Danke, Herr Lehrer. So, und jetzt geht's weiter. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder auf die Akademie gehen. Und dann Fisch am Haken. Das ist unsere nächste Übung. Und da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Euer GTA Rambo. Tschüss.